Oh, jetzt geht er hinter den Baum. Du olle Töle. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Subsistence. Oder ist schon wieder einer fertig? Ich hole euch mal schon dazu hier im Hardcore-Modus, obwohl ich noch gar nicht weiß, ob das schon hell wird. Aber wir sind ja sowieso hier noch drin beschäftigt. Ja, ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht. Das ist nämlich jetzt eine neue Aufnahmesession. Heute hier am Sonntag, den 30. Oktober, machen wir weiter. Wir sind ja hier mitten im Dezember. So, nicht zu lange drin lassen. Ich habe gerade ein kleines Kaninchen aus der Falle geholt. Ich guckte da aus dem Fenster, sah, dass da schon den Hang runterkommen. Und so, der kann hier. Und einen wollte ich dann gleich vor Schmacko fassen. Legen wir so lange noch da rein. Ah ja, jetzt wird es auch hell. Na, habe ich das ja gut getimt. Wir müssen uns auch um die Falle mal wieder kümmern, bald, glaube ich. Ja, gut. Also, was ist zu tun? Ich habe so ein bisschen weiter geschmolzen hier. Es hat offenbar irgendwie ein Update oder ein Patch gegeben, weil die Einstellungen waren alle hin. Ich musste auf Deutsch stellen, alle Einstellungen wieder machen und Charaktereinstellungen und Grafikeinstellungen. Ich weiß nicht, ob irgendwas Neues dabei ist. Ich habe jetzt auch gar nicht groß nachgeguckt. Ich glaube nicht, das hätte ich sicherlich mitgekriegt, wenn jetzt schon das große Update wäre, wo es dieses Fahrzeug zu bauen gibt. Ich denke mal, eher ist noch was Kleines. Aber sicher weiß ich das doch gar nicht. Macht ja auch nichts, kriegen wir schon raus. Ja, jetzt also erstmal. Es kamen wieder Kommentare. Herzlichen Dank für die Kommentare, die ihr schreibt. Und ich sehe auch, dass meine Folgen hier, meine Subsistence-Folgen gern gesehen werden. Ich habe da also doch im Laufe der Monate steigende Zuschauerzahlen. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich darüber freue. Dann macht das gleich doppelt so viel Spaß, das Ganze. Und in einem Kommentar stand dann, mach dir doch so ein Wärmekit. Ne? Falls das mal brenzlig wird und dir dann noch ein Tier den Weg versperrt, dann kann das ganz schön haarig werden. Ja, na klar, jetzt so im Winter. Manchmal friert man, wenn man dann nass ist und so. Ich werde mal gucken, ob ich sowas mache. Und habe ich auch hier schon nachgeguckt eben. So ein Wärmekit kostet aber viermal verdorbenes Fleisch. Und wenn ich mich recht erinnere, habe ich da noch keins von, oder? So, ich habe auch jetzt gesagt, ich versuche wieder auf E umzuschalten von F. Und, nee, hier habe ich keins. Ich glaube, hier auch nicht. Nee, ich habe noch kein verdorbenes Fleisch. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache den jetzt mal kaputt. Ich schlachte den. Und jetzt werde ich den mal braten. Und dann werde ich mal gucken, wenn der gebraten ist, wie viel Nahrung bringt der mir. Wie viel ernährt er mich? Und dann werde ich das mal vergleichen mit einem kleinen Fisch, den gebratenen. Den müssen wir uns also noch besorgen dann. Und das, was am billigsten ist, was am wenigsten bringt. Davon lasse ich dann ein paar verderben oder so. So ungefähr. Also so jetzt ad hoc kann ich so ein Ding nicht machen, so ein Wärmekit, aber generell sage ich, ja, werde ich mal gucken, denn das ist auf jeden Fall sinnvoll. Nachteil ist natürlich, den muss man mit sich rumschleppen, der belegt wieder ein so einen Platz hier. Ich werde den auch nur für einen Notfall mitnehmen. Also wenn wirklich so, oh, jetzt ist aber knapp und jetzt mache ich das mal. Sonne kommt raus. Wollen wir mal gucken, ob die Tomaten denn dann jetzt auch fertig sind. Da ist nichts. Na gut. Ah, jetzt ist er soweit. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Was bringt der denn? Eiweiß 20, Hunger 16. Ich mache einfach mal hier ein Foto. Weil ich das doch genauer gucken will. Also in erster Linie ist jetzt hier, was mich hier am meisten interessiert, das ist gering. Hier, 20, ne? So, den packe ich jetzt aber so lange da rein. Dann müssen wir mal gucken, dass wir ein paar kleine Fische rausholen. Weil hier habe ich gar nicht mehr so viel Platz, ne? Ja. So, hier habe ich so davon ein paar gemacht. Ich kann ja auch mal hier wieder ein paar weitermachen. So, das war da. Na, wir brauchen vor allen Dingen, wenn wir noch Stromerzeuger machen wollen, am meisten scheitert es nämlich an den Elektroteilen. Ne? Also Elektroteile müssen wir besorgen. Ja, Material auch für Munition ist auf jeden Fall sinnvoll. Und natürlich immer Holz. Was ist denn noch wichtig? Jetzt gucken wir erstmal nach den Tomaten oben.
mal, Wetter ist schön. Aber die grünen Elektroteile sind wirklich, wirklich wichtig. Siehst du, immer noch nicht. Immer noch nicht. Die sind alle fertig. Aber hier ist noch eine Kleinigkeit. Ach komm, ey. Das kann doch wirklich nicht mehr lange dauern. Komm, jetzt gebe ich dir noch ein bisschen Dünger hinten drauf. Ich möchte das schon gerne zusammen erledigen. So. Falls das noch zu Ende geht, da die drei Dünger. Aber ich glaube, ich kann das jetzt nicht wirklich beschleunigen hier. Ach, das ist schrecklich. Mach doch mal fertig. Ich will das jetzt nicht so stückeln. Ich sehe da hinten die Kisten, die rufen, ne? Komm hier, hol uns, aber hier ist ein Wolf. Ja, ich habe den Kühlschrank voll. Na gut, dann machen wir Folgendes. Wir gucken mal, dass wir unsere Falle auf Vordermann kriegen. In der Hoffnung, dass danach... Machen wir schon mal gleich hier rein. Was war das nochmal? Stöcker und Tauwerk, ne? Hä? Was habe ich was gehört? Das kann aber auch hier im Haus gewesen sein. Wie so ein fernes Gewitter. Das kann ja hier nicht sein. Da war bestimmt hier im Hauskrach. Na gut. So, da haben wir so einen Kamerad-Schnürschuh, sogar zwei. Die müssen wir im Auge behalten. Und der ist jetzt bald schon wieder... Ja, 85. Wie sieht es da drin aus? 5. Ist nicht wirklich viel. Ja, gut. Ja, siehst du, mit zwei Schlägen haben wir das schon wieder erledigt. Da könnten ruhig noch ein bisschen Köder rein. Da kam auch mal irgendwo, war das ein Kommentar? Ich glaube wohl. Der Hinweis, ja, man kann ja wunderbar auch die Falle nehmen, um da Gemüse zu lagern. Ey, das ist gar nicht so blöd. Da frage ich mich dann, ob der Entwickler das überhaupt überlegt hat, ne? Dass die Leute sich vielleicht ein paar Fallen hinstellen und da Gemüse reinpacken als Köder. Weil das wird ja nicht schlecht, aber das wird vielleicht angefressen. Und dann ist man selber angefressen. So, dann haben wir das erledigt. Dann können wir hier... Ah, die drei packen wir da rein gleich. Wenn wir da nochmal vorbeikommen. Und dann müssen wir echt auf Tralafiti gehen. Ich brauche echt diese grünen... Oh, die Kisten rufen ja echt. Ah, guck mal, ich glaube, jetzt sind sie fertig hier. Siehst du wohl. Dann haben wir das hier auch schnell erledigt. Weil ich habe ja die Samen schon dabei. Wie viel bringt denn so eine komplette Ernte, wenn man keine Samen machen muss? 32. Also das ist schon ordentlich, ne? So. Solange wir keine Baumwollsamen haben. Ach, ich habe ja da drüben auch noch, sehe ich gerade mal. Warte mal. Ich hatte doch der dritte gemacht, fällt mir mal gerade so ein. Ja, wie gesagt, neue Session, ne? Ach, das wächst in Zeitlupe hier. Es ist ja... Naja, gut. Jetzt haben wir drei am Klappen da. Da sollten wir ja wohl mit zurande kommen. Ah, guck mal hier. Da bleibt nur eine über. Und die verschmackofaziere ich jetzt. So, und dann können wir den auch verschmackofazieren. Dann trinke ich noch einen Schluck. Joa. Hey. So. Machen wir den direkt wieder klar. Vorsichtshalber. Und dann gehen wir los. Vielleicht kriegen wir die Kisten dann noch. Ich hoffe aber, dass ich mich nicht mit dem Wolf da anlegen muss, weil wo soll ich denn hin tun, ne? Ja, gut. Das wird schon gehen. Aber ich will eigentlich nicht unbedingt... Moment, den Hammer müssen wir nicht mitnehmen. Den lassen wir hier. Gut. Ah, jetzt schneit schon wieder. Gerade war noch so schön, das Wetter. So. Besser ist, dann ist die wieder voll tippitoppi. Guck mal, der ist abgehauen. Der ist da hinten hinmarschiert. Da können wir vielleicht ran hier. Wenn da nicht noch irgendwie einer steht. Ah. Oh. Ja. Der ist ein bisschen nah, ne? Aber das ist nur ein Zweier. Ich sag mal... Nee. Das war... Die 4 ist die Taste für einen Bogen in 7 Days. Ich habe ja ein System, aber nicht spielübergreifend. Komm her.
Ach, du hast dich bewegt. Wow, du Alter. Ist es denn, dass der mir eine haut? Ich bin auch so Übung, kann das sein? Ich dachte, das reicht so, aber... So, Wendehaschen jetzt aber. Weh, das lohnt sich jetzt nicht. Ach, das ist so eine grüne. Ah, ich muss mich jetzt wieder umgewöhnen auf das E. Warum mache ich das? Warum sage ich nicht, komm, ich mache jetzt F? Ganz einfach. Weil wenn ich das F, dann muss ich meinen Zeigefinger, wenn ich den Mittelfinger aufs W habe, so wie jetzt zum Laufen, weiter wegspreizen. Und über Stunden, mehrere Spiele und Aufzeichnen und so, kriege ich dann Schmerzen im Mittelhandknochen. Es ist wirklich wahr, weil der kleine Finger sowieso so weit weggespreizt ist, weil ich da mich irgendwie immer an der Außenseite der Tastatur abstütze, so irgendwie. Und dann habe ich die Finger so weit auseinander gespreizt, quasi so ein bisschen wie so ein verkrüppelter, epileptischer Spock-Gruß, so ein bisschen. Und über die Stunden tut mir das nicht gut. Und ich habe manchmal schon, ist das so gediegen, da oben ist da eine Tasche. Da komme ich aber nie rauf, ne? Ist das dann so gediegen, dass ich dann befürchte, möglicherweise fallen eines Tages sogar Folgen aus, weil ich so Schmerzen habe und da gar nicht weitermachen kann. So, also so meine Gedanken dabei, ne? Habe ich da jetzt was in die Falle hopsen hören? Hört sich an, so klack. Das knackt ja schon mal so komisch so, ne? So ein Klacken ist das. Könnte sein. Ich muss aber, nützt ja nichts, mir einen Verband machen, ne? Der kostet, glaube ich, 2, ne? Ah, das ist so böse. Ne, 2. Ah, siehst du? So, jetzt. Aber das muss sein, den muss man dabei haben. Dann haben wir den. Vielleicht finden wir eine Kiste. Sollen wir zur Spielwiese gehen, wenn das sich das noch lohnt, heißt das, ne? Wir sind schon eine ganze Weile wieder verquatscht hier. Strom sammeln. Weil der hört bei 500 auf. Dann können wir den noch ein bisschen arbeiten lassen. Machen wir mal 12 Stück, komm. Ne? Ja, gut, okay. Da kommen wir jetzt schlecht hoch. Augenblick. Nicht, dass ich sonst irgendwie in Teufels Küche komme. Ja. So. Und nicht vergessen, immer auch Holzklöpfe. Hier an diesem Baum aber dann mal nicht. Ne, wahr? Weil der Isegrim da rumhängen muss. Der geht auch an jedem Wetter an den Strand, ne? So, da sehe ich ein Faserchen, da sehe ich ein Hühnchen. Das brauchen wir jetzt, obwohl... Moment mal. Hat sich erledigt. Hühnchen, ja. Um zu gucken, bringt das vielleicht noch weniger. So. Boah, das Umändern auf E ist auch wieder doof, ey. Wenn ich jetzt so mache und jetzt so. Tatsächlich. Da bin ich selber erstaunt. Guck mal. Ne, dann können wir da auch mal gucken, wie viel bringt das. Was lassen wir vergammeln? Ich meine, an die kleinen Fische ist am sichersten ranzukommen. Man muss einfach ein bisschen Ausdauer haben beim Angeln. Das wollen wir auf jeden Fall noch machen heute. Oh, da ist Schrott. Sei mal vorsichtig. Ich habe da schon einen Wolf gesehen. Da ist auch eine Tasche. Oh, noch mehr Schrott. Hier ist wieder Schrotthimmel, ne? Was macht man im Schrotthimmel? Na, Schrottwichteln. Ja, den lasse ich da liegen, weil der Wolf den da bewacht. Aber ich habe ja hier auch einen gesehen. 2. Und einen weißen Wolf da hinten. Das ist so scheiße gefährlich hier. Die weißen... Ah, da kommt ja auch noch genau in meine... Flucht nach vorne, komm. Ist ein bisschen riskant, ich weiß. Obwohl ich kein Risiko eingehen sollte. Ja, ich hab's geahnt, ey. Dass ich wieder irgendeinen nicht gesehen habe. Scheiße, Dreck nur eins. Ah, der hat aber schon nachgelassen. Das Problem ist ja, wenn man so wegläuft,
Ja. Dass man dann dem nächsten schon wieder in die Hände laufen könnte. So. Ja komm, ich muss aber auch. Es muss sein. Zumindest muss ich so meinen alltäglichen Tagesbedarf an Holz für Brennholz, für irgendwelche Bretter, für irgendwas oder so, möchte ich schon bestreiten. Dass wir den Vorrat da, wenn er jetzt auch nicht unbedingt anwächst, erhalten bleibt wenigstens. Ne? So, da haben wir eine Kiste und einen Wolf. Die Kiste möchte ich schon haben. Aber hier auf der Spielwiese gibt es wohl überhaupt keine Lockpick-Kisten mehr oder was hier. Oh, und der Wolf, der geht mir so auf den Zeiger. Weg da. Was ist das für einer? Ey, das ist nur ein Zweier. Den nehme ich doch im Vorbeigehen mit, ne? Wenn ich sowas sag, ihr wisst, was dann passiert, ne? Dann lacht er sich über mich kaputt und macht mich nieder. Wieder mit der Pistole? Oh, jetzt geht er hinter den Baum. Du olle Töle. Diesmal hat er mich aber nicht gebissen. Aber jetzt gehen meine Patronen weg. Aber ich habe ja noch einige davon. Ist ganz gut, wenn wir die mal aufbrauchen. Und dafür sind die eigentlich ganz gut geeignet. Haben wir noch zwei. Oh, zwei. Müssen wir das mal nachfüllen. So, jetzt kann ich da an die Kiste, wenn die denn noch da ist. Na? Oh, da ist sogar ein Grünling drin. Das ist doch gut. Jetzt können wir mal... Warte mal, hier. Und da müssen wir jetzt auch Hände mitwaschen. Kann man nichts zu trinken? Ja, macht nichts. Da besteht jetzt aber keine Not. Da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht. Das wäre doch wirklich, wirklich sinnvoll. Und das müsste man wirklich, also vielleicht mache ich das sogar tatsächlich mal, dem Entwickler schreiben, dass die Waren, besonders auch die Fleischwaren, die man mit sich rumträgt im Winter, deutlich langsamer verderben als im Sommer. Ja, ihr sollt aber nicht übertreiben, wenn ihr jetzt sagt, okay, im Winter ist es so, wie es jetzt ist und im Sommer sind die ruckzucki im Eimer. Nee, wenn, dann würde ich vorschlagen, im Sommer ist das so, wie es eben jetzt ist. Da ist doch eine Lockpick-Kiste, oder nicht? Nee, ist eine normale Tasche. Und im Winter, ja, dauert das 2,5-mal so lange oder 3-mal so lange, je nach Temperatur oder so. Eigentlich müsste man machen, wenn wir richtig hart unter Null haben, geht soweit eigentlich fast gar nicht kaputt. Also so würde ich das wahrscheinlich machen wollen. Wovor läuft der weg? Ach so, vor dem Wolf da, ne? Dass ich sage so, ey, bei Minustemperaturen, da kannst du... Oh, guck mal schön. Da kannst du so Fleisch 3-4 Tage mit dir rumtragen. Ne, und die brauchen auch einen Gammelbalken. Ja, also ein Balken, woran man sehen kann, wie lange hält sich das noch. Fände ich durchaus sinnvoll und konsequent, wenn die Gemüse das hat, ne? So, ich würde sagen, wir gucken mal so langsam, dass wir wieder zurückkommen. Ja, wir wollen ja auf jeden Fall noch ein bisschen angeln, damit wir da dann unsere Forschung beenden können, wie, woraus wir unser Wärmekit fertigen wollen. Also, soweit möglich gehe ich so ein bisschen hier am Strand lang. Vielleicht finden wir ja doch noch die eine oder andere Kiste. Aber Lockpick-Kiste habe ich jetzt hier schon länger nicht mehr. Oh, da ist Schrott. Das will ich aber noch haben. Kaninchen. Ja, natürlich. Mal ganz eben im Vorbeigehen. Quack. Dann kommt der Wolf. Spieler, natürlich. Mal ganz eben vorbeigehen. So, Kaninchen, Hühnchen, alles, was das Herz begehrt.
Wir können jetzt vor einem Wolf quasi in den See, also auf den See, über den See flüchten. Der kann uns zwar da hinterherlaufen, aber wir sind dem da nicht mehr schutzlos ausgeliefert, wie das gewesen wäre, wenn er flüssig wäre, der See. Das ist also da, ja, schutzlos. Also, es ist ganz, ganz übel. Ich kann mir eventuell vorstellen, das könnte man echt mal vielleicht ausprobieren, aber jetzt nicht hier in dem Spielstand, ob das möglich ist, wenn man jetzt zum Beispiel einen Wolf hat, der hinter einem herkommt. Man rennt jetzt tatsächlich ins Wasser, ob man oben, also sofern man über Wasser schwimmt, die Waffe ziehen kann und den auf sich zuschwimmenden Wolf oder auch Bär bekämpfen kann mit der Schrotflinte oder so. Also das könnte sein. Das Problem ist nur, wenn man da mal mehr oder weniger aus Versehen so ein bisschen abtaucht, legt man ja immer sofort die Waffe aus der Hand, ne? Und unter Wasser geht ja auch nichts. Also, und wenn der Wolf aus irgendeinem Grund abtaucht und einem vielleicht irgendwie unten zu beißen an den Beinen oder so, man kann ja auch nur dann schießen und treffen, was über Wasser ist, dann vermute ich. Also das sind noch so Sachen, da könnte man noch so ein bisschen forschen. Heiko, mach doch mal. Ne? Oh, scheiße. Das hörte sich verdammt nah an. Oder? Wo ist er denn? Weiß ich nicht, aber da ist Schrott. Da ist er. Und weißer. 150 Punkte. Leck mich am Bein. Ganz hinten, ganz oben. Du olle Töle, du. Ach ja, da ist nochmal Schrott. Das ist ja prima. Aber ich könnte jetzt doch eigentlich, hätte ich doch lieber jetzt noch ein paar mehr von den grünen Elektroteilen. Also die sind wirklich, weil ich würde ganz gerne doch noch ein drittes Windrad hinstellen. Weil bevor da nicht stromerzeugermäßig das noch einiges besser ist, brauche ich gar nicht erst anfangen, da so ein Herd zu bauen. Obwohl der Kochherd, ja, auch wenn der jetzt strommäßig schon einiges wegballert, ne? Man kann ja, man hat ja Einfluss drauf. Ist ja nicht wie bei dem Kühlschrank, der permanent laufen muss. Sondern kann man sagen, okay, dann spare ich erst den Strom zusammen, dann koche ich und verbrauche ich. Das ist schon ein bisschen eine andere Nummer. Also das, gucken wir mal in die Falle rein, ob da was drin ist. Tatsächlich ist was drin. Gut, gut. Guck mal. Zack. So, das gehen wir jetzt erstmal verarbeiten und dann wollen wir doch noch angeln. Hab ich den voll? Nö, hab ich nicht. Dann machen wir den hier drin voll. Oh, lass mich mal hier rauf. So. So. Mal den. Die packen wir so lange hier rein. Der passt auch noch. Oh, das ist aber auch wirklich voll. Zack. Ja, guck. Läuft doch. So, dann habe ich gesagt, brauchen wir hier wieder. Oh, das ist aber nicht mehr so viel. Ne, 7. Also 7 gehen da rein. Okay. Sechs Nägel. Wo? Das ist auch wenig. So. Packe ich hier hin. Gehen noch dahin. Oh, nicht verbrennen lassen. Das wäre ziemlich kacke. Und die beiden machen wir auch noch. Obwohl, eigentlich egal. So, der bringt 20,216, 18,214. Also, eher Hühnchen als Kaninchen. Dann können wir die Kaninchen schon mal futtern. Weil, ne? Aber das lasse ich erstmal liegen, wenn ich die nicht hab. Na, ich brauche ja 4 Stück. Na? Dann nehmen wir auch die. Jetzt wollten wir noch, machen wir noch eben, wenn die hier fertig sind. Angeln, ne? Ich kann schon mal die Angel rausholen und die
Und dann gucken wir, ob ich denn eigentlich Platz dafür oder das ist echt übel. Meine Güte. Boah. Man könnte. Ist immer so eine Idee, ne? Hiervon noch ein paar machen. Ah, guck mal. Kann ich nicht. Ich habe doch noch welche, ne? Naja. Und dann mache ich einfach noch Gegengift. Dann habe ich die Lebern verbraucht. Ja gut, hier könnte ich noch Fisch hin tun. Aber wenn ich jetzt unterschiedliche habe, wenn ich die jetzt aber verarbeite, ne? Was war das nochmal? Das hier? Davon habe ich 7. Komm, mach mal noch welche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Dann kommen die jetzt aber hier rein. Schwupp. Vielleicht soll ich die mal benutzen. Licht hat mal dazu. Was war das noch? Die Lebern. Ach ja, die. 10 Stück, ne? So, und die. Und dann. Schwupp, dann sind die schon mal hier in der Warteschleife. Und da gab es auch in den Kommentaren mal so einen Dialog, dass das jetzt davor geschützt ist, uselig zu werden. So, ja, dann brauche ich die Axt, um ein Loch zu kloppen. Ja, das Wetter ist irgendwie ödelig. Da würde ich sagen, mache ich das Loch hier. Muss ich, glaube ich, mich hocken führen, ne? Oh, ich friere schon. Minus 9 Grad. Heiligsblechle. So, wenn ich jetzt hier angel, ne? Geht das? Dass ich dann ein bisschen was von meinem... Jetzt habe ich 40% von meinem Feuer. Dürfte reichen, um nicht frieren zu müssen, oder? Warte mal. Habe ich was im Ofen vergessen? Ich habe so ein komisches Gefühl. Ne, hier ist alles in Ordnung. Okay. So, jetzt muss ich auch angeln, weil das Loch, das ist ja sonst irgendwann wieder... W-E-C-H. Ja, wird schon bald dunkel. Ach ja. 44% Feuer? 48? Ja, das müsste reichen. Dass ich hier nicht nur extra ein Feuer aufs Eis stellen muss. Das schmilzt sich übrigens nicht durch, glaube ich. Ne? Da kann man noch vielleicht was machen. So Feuer auf Eis geht, aber nur nicht lange. Da kriegt man gerade mal ein Häschen drin gegrillt. Dann ist das ist ein Loch im Eis, so wie das hier. Ne? Und das Feuer ist weg. So ungefähr würde ich das machen. Wenn man sich beeilt, noch eben was... Oh, das könnte was Größeres sein. Ich habe doch keinen Platz im Kühlschrank. Jetzt will man mal kleine haben, ne? Ja, ist ein kleiner. Das ist okay. Ja, genau. Oh, ich war da drauf. Okay. Ah ja. Ich denke mal nicht, dass die einen Unterschied machen. Ob das jetzt ein junger Lachs ist oder der dürfte dasselbe sein, ne? Na, ich muss auch bald was futtern. Na komm, einen noch, bevor es duster wird. Ofen, der wirkt bis hierhin. Das ist doch prima. Na, jetzt wird's dunkel. Und dementsprechend natürlich auch kalt. Minus 5 Grädchen haben wir. Aber ich habe hier ein bisschen... Der Ofen, der bullert noch ein bisschen bis hier durch. Aber das Eis schmilzt nicht davon. So. The same. Boah, jetzt geht's aber los hier wieder mit dem Wetter, ne? Aber damit wir das noch mitkriegen, wollen wir uns das jetzt natürlich angucken hier.
So bringt er natürlich nicht viel, das ist ja klar. Guck mal hier, sind schon 12. Was schon mal gut ist. Ich mach die Tür mal so lange zu. Oh ja, das wird dunkel. Ja, hier ist ja gemütlicher. So. Wenn ich jetzt oben gucke. Wenn ich jetzt hier auf das Dach gehe, ne? Hier hinten, wo kein Feuer mehr wirkt. Minus 10 Grad, Leute. Wir haben den Winter aber sowas von voll zu fassen. Wie sieht es hier eigentlich aus? Ja, muss ich mich bald kümmern. Boah. Und wie hier? Was sagt der Strom? Ist über 500. Dann mach doch weiter. Komm. Immer lustig, immer frisch. Was fertig ist, ist fertig. Die sind auch fertig. Was bringen die jetzt? 19. Tja. Geringfügig weniger, ne? Lass mal gucken hier. Also die bringen 19. Das bringt 20. Ist eigentlich Wurst, oder? Dann würde ich sagen, nehmen wir... Machen wir so eine Mischung. 1, 2, 3, 4, so, wa? 20, 2, 6, 6, 6, 5, ja. Ist alles das Gleiche, mehr oder weniger. 19, 2, 15... 20, 2, 16, ist alles Pillepalle. So, das lassen wir jetzt hier drin vergammeln. Für ein Notfallwärmepack. Ja, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. So, was essen wir denn jetzt mal? Die Dinger hier. Ne, vielleicht kann ich die ja später auch nochmal vergammeln lassen. Dann hauen wir uns so ein Ding rein hier. Ne? Und noch eins. Ja, dann Tomaten essen. Schluck trinken. Ist das Eis noch auf? Ja. Kann ich das nicht so? Doch. Jupp. Boah, jetzt geht's aber ab hier. Minus 14 Grad. Heilige Maria, Mutter Gottes. Jetzt fängt sie schon das Beten an. Dann ist es soweit. Also dann... Jetzt gehe ich aber nicht mehr angeln. Ich will nicht. Ich bleib lieber und krabbel hier in den Ofen rein. Ja, nee, das gehört... Doch, das gehört da nicht. Hier. So, Feierabend, Schluss aus. Minnie Maus. Wie sieht's eigentlich aus? Wir müssen noch ein paar Tomaten futtern. Ah, das kann ich auch morgen früh machen. Ja. Draußen ist es bitter, bitter kalt. Wir sitzen hier im tiefen Dezember. Minus 10 Grad in der Bude. Nur mal so nebenbei gesagt. Ich gehe da jetzt rein. Lass mich rein. Ich will da rein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. 0 Grad am Ofen, alles klar. Ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye. Tschüssi.